Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Patientinnen und Patienten müssen schnell an ihre Medikamente kommen können und dabei verlässlich beraten werden. Eine Schweizer Versandapotheke auf den Kaimaninseln unter Anteilseigner der saudischen Königsfamilie, das hilft zwar Steuern sparen, hilft aber in aller Regel nicht den Patientinnen und Patienten. Nötig sind vielmehr Apotheken in Wohnortnähe, die in jedem Sinne die Sprache ihrer Patientinnen und Patienten sprechen und auch nachts und an Wochenenden für ihre Anliegen offen sind. Wir wollen Apotheken, die in ihr Umfeld, ob jetzt auf dem Dorf oder in der Stadt, eingebunden sind, die mit den Ärztinnen und Ärzten im Austausch stehen, die beim Medikationsmanagement helfen und die somit auch die sprechende Medizin stärken. All das leistet Versandhandel nicht. Allein in den vergangenen 10 Jahren haben mehr als 10% aller Apotheken aufgegeben. Mittlerweile liegt die Apothekendichte in Deutschland deutlich unter dem EU-Durchschnitt. Das macht sich vor allem in den ländlichen Regionen arg bemerkbar. Und deshalb brauchen Apotheken vor Ort von hier aus, von dem Bundestag, ein klares Bekenntnis durch die Politik. Ihr Apothekenstärkungsgesetz sieht zwar eine ganze Reihe von Verbesserungen vor, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber beispielsweise wollen Sie ja das Honorar, das ja gerade in den Pandemiezeiten für die Botendienste so wichtig war, auf 2,50 Euro senken, also damit halbieren. Dafür schaltet ein Taxifahrer noch nicht mal die Uhr an. Für eine Kostendeckung haben wir, also die Linke, bereits vor längerer Zeit einen gesonderten Vorschlag gemacht, eine gesonderte Finanzierung vorgeschlagen und das mit Qualitätsvorgaben verbunden. Wir wollen, dass entweder bei der Abgabe des Rezepts oder bei der Auslieferung des Medikaments durch pharmazeutisches Personal beraten werden kann und beraten werden muss. Meine Damen und Herren, warum drängen Sie also mit diesem Gesetzentwurf die Apotheken in eine Konkurrenz zu internationalen Versandhändlern? Das verstehe ich nicht, weil Sie es in Ihrem Koalitionsvertrag eigentlich anders versprochen hatten oder mindestens in Aussicht gestellt hatten. Auch der Bundesrat fordert mehrheitlich, und dort wiederum insbesondere Bayern, man staune, dass diese Versandhandelslösung nicht angestrebt wird. Ein solch klares Verbot gibt es im Übrigen in 21 von 28 EU-Staaten. Also können Sie, Herr Spahn, da durchaus zurückgreifen und Ihre EU-rechtlichen Bedenken zurückstellen. Wohin uns Liberalisierung und Deregulierung, das sage ich insbesondere mit Blick auf die FDP, im Gesundheitsbereich in den letzten Jahrzehnten hingeführt haben, das hat die Corona-Krise deutlich gezeigt. Das ist das falsche Rezept, auch für Apotheken. Und die Linke hat vor einem Jahr bereits einen Antrag eingebracht zum Versandhandelsangebot. Und schließlich will ich nicht unerwähnt lassen, dass es im vergangenen Jahr eine Petition mit einer Rekordzahl von über 420.000 Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern gegeben hat, die wir nicht übergehen sollten hier im Bundestag, wenn wir zu diesem Gesetz beraten. Deshalb wollen wir als Linke zumindest erstmal, dass Sie den Koalitionsvertrag einhalten. Besten Dank. Das Wort hat die Kollegin Cordula Schulz-Asche für die Fraktion Bündnis 90 Die